Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Infected. Tag 4. Anspannung steigt, weil wir eigentlich jeden Moment, oder ich erwarte eigentlich jeden Moment, dass wir angegriffen werden. Man hört sie nicht immer. Also ich hatte auch schon, dass ich erst mitbekommen habe, dass da ein Zombie steht, weil er gegen mein Haus geknallt, also gehauen hat. Es ist ganz komisch. Es gibt da also wirklich Unterschiede. Und dann gibt es eben halt die, die schreien schon vom Weipen. Und dann kommen sie angelaufen. Also man hat ein bisschen Vorwarnzeit sozusagen. Beides ist irgendwie nicht schön. Das ist wieder ein Fuchs. Fuchs ist nicht schlecht wegen Protein. Da muss ich das mRNA nicht anfassen. Aber ich sammle jetzt erstmal eben nochmal wieder hier den Gesteinsbrocken ein. In der Hoffnung, dass da auch Kupfererz mit dazwischen ist. Das sieht gut aus. Kupfererz, jawohl. Und Steine natürlich zum Einschmelzen. Aber Eisen brauchen wir echt viel, wenn wir so einen Extraktor da machen wollen. So. Und ich hätte ganz gern die Tore fertig. Ja, das nützt mir der schönste Zaun nichts, wenn die Tore nicht fertig sind. Warte, ich mache es mal eben ein bisschen einfacher. Dann brauche ich jetzt nicht extra nochmal loszulaufen. Ach, kein Feuerholz mehr mitnehmen, weil ich voll bin. Okay, supi. La 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 la. Feuer halt durch, Feuer halt durch, Feuer halt durch. So, alles klar. Zack, zack. Da haben wir einen Kupferbarren und einen Eisenbrocken. Und dann hauen wir da nochmal zwei Steine rein. Warte, Kupferbarren, Kupferbarren, Kupferbarren. Kein Platz mehr. Doch, da. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen das lustige Item-Tetris. Die sind alle nicht sortiert. Also nicht da so direkt nachgucken, bitte. Aber wir brauchen mehr Kupfer. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Kupfer. Das heißt, ich müsste jetzt echt mal eben auf die Steinbrocken gehen und die auch möglichst schnell... nicht machen. So, pass auf. Platzierbares Lager. Ich hätte ganz gerne eine Steinkiste. Da muss ein Eisenbahn und 8 Bretter rein. Okay. Dann hätte ich ganz gerne einen Stockständer. Vögel. Dann Feuerholzständer, ja. Ich mache es erstmal alles hier hin. Habe ich überhaupt irgendetwas im Inventar? Ich glaube, ich habe hauptsächlich nur Steine, ne? Kann das sein? Müssen 8 Bretter und ein Eisenbahn rein. Da gehen dann auch schon wieder meine ganzen Bretter und mein Eisenbahn drauf. Wofür habe ich das Regal gebastelt? 5 von 8. Dass wir wenigstens schon mal die Stöcke da reinmachen kann, dass ich jetzt erstmal die kleinen Brückchen da. Fertig machen kann. 5 von 8 habe ich gerade gesagt, ne? Dann warte ich ihn nochmal. Lalalala. Ich glaube, ich muss leider das andere mRE essen, weil es mir einfach an Protein fehlt. So, und der eiserne Eisenbahn muss da auf jeden Fall noch rein.
Hm? Ah, mit Rechtsklick, ja, ja, logisch. Nein, Bär! Und ein Schaf. Und ein Reh. Gut, erstmal die ganzen Steine da reinschmeißen. Habe ich Platz? Ich bin natürlich auf das Schaf. Der Bär ist da auf der anderen Seite. Der ist ziemlich dicht an uns dran, aber ich brauche das Schaf. Ich brauche das Schaf. Nein, nicht zum Bären rennen. Der Bär macht mir jetzt gerade Angst. Ist der im Wasser? Ist der jetzt im Wasser oder ist der jetzt auf der anderen Seite? Der ist genau da. Shit. Da rennt er. Ich muss mir was zu futtern machen. Nicht, dass er das Fleisch riecht, ne? Und sich denkt, cool, Frühstück, danke. Bären kann ich jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen, ne? Ich guck mal aus der Entfernung. Ah, okay, da geht er jetzt lang. Da kann er gerne bleiben, habe ich kein Problem mit, aber ich glaube, er wird nicht da bleiben. Das ist sein Problem oder mein Problem. Ja. Oh, Reh, ne? Also, boah! Ich kann den Speer auch werfen, aber dann ist der Speer weg. Und da ist der Bär. Oh, shit. Das kann ich ja jetzt überhaupt nicht gebrauchen, ne? Ich horche auf das Laufen. Falls ihr jetzt euch annähernd überlegt, oh, meine Gesundheit war auch schon unten davon, ne? Warum ich jetzt immer so ruhig bin, es liegt einfach daran, weil ich dann noch horche, ob der Bär schon am Laufen ist. Weil er uns gewittert hat. Ist er gerade. Oh, das ist ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Fleisch. Das wäre wahrscheinlich wahnsinnig viel Fleisch, aber das nützt mir jetzt gerade nichts. Das denkt er sich von mir wahrscheinlich auch. Das wäre wahnsinnig viel Fleisch. So, Kupfererz brauche ich unbedingt. Eisenbrocken, Eisenbrocken, Kupfererz, damit wir wenigstens die Tore langsam dicht kriegen. Aluminiumbarren. Die Eisenbahn mache ich mal eben ins Regal, dafür habe ich ja extra das Regal. Und tausche das mal eben gegen die Aluminiumbahn. Sachen loswerden. Ich kann mir auch schon mal wieder Verbände basteln. Wenn hier ein Bär in der Nähe rumschrabenzelt, werde ich die wahrscheinlich brauchen. Ich würde es ja auch echt gern versuchen, den Bären zu erledigen, aber ich glaube nicht, dass ich das überlebe. So, drei Verbände ist schon mal wieder was, ne? Und der wird nicht passiv sein. Der wird irgendwann auf uns losgehen.
Gut, ich kann aber auch nicht hier drin hocken bleiben. Ist das ein Doppelbär? Echt jetzt? Och, nö. Was will das Spiel mir damit jetzt sagen? Entweder trau dich, sei so verrückt und trau dich. Oder das Spiel will mir sagen, du bist tot. Na komm schon, komm schon. Also wenn die jetzt hier auch nicht durchkommen, dann ist es okay. Aber ich glaube nicht, dass die da nicht durchkommen. Und vor allen Dingen, wir kommen dann hier nicht mehr raus. Doch, ich kann die wegmachen, aber... das war eigentlich jetzt nicht Sinn der Sache. Umgeben von Bären. Großartig. Warte, wir müssen noch was anderes basteln, ganz, ganz dringend. Und zwar... am besten hier gleich am Eingang... wo ist es denn? Da, ein Waffengestell. Bretter, ne? Toll. Vorne ein Bär, hinten ein Bär. Ich wollte es ja darauf ankommen lassen, aber dann auch wieder nicht. Ja. Der wittert gerade. Yeses. Nicht gut. Gerade weil ich den Zaun noch nicht fertig habe. Gar nicht gut. Okay, einfach weitermachen, nützt ja nichts. Das ist, ich brauche eigentlich alles Mögliche. Ich müsste jetzt, ich kann mich doch von den Bären jetzt hier nicht aufhalten lassen. Das geht gar nicht. Ich kann mir doch jetzt nicht das von den Bären hier bestimmen lassen, ob ich draußen rumrenne oder nicht. Halt das Eisen. Doof. Das ist echt doof. Ich gebe gerade voll auf den Keks. Macht mich eigentlich sauer. Ich kriege jetzt auch gerade nicht mehr hin, auf welcher Seite. Das ist auf der Seite, ne? Ach so, die Blaupause, die steht auch im Weg, alles klar. Ja, komm. Ne? Was willst du machen? Gar nichts. Abspeichern. Und dann mal schauen, was passiert.
Sterben. Ich komme nicht mehr rückwärts in die Tasche, in die Dings rein. Lol. Jetzt sage ich echt lol. Oh Gott, ich hasse das. Entschuldigung. Der hat uns nicht einmal getroffen. Ich weiß nicht warum. Aber die können durch die Blaupausen wir nicht. Das ist aber doof, oder? Das ist richtig doof. Und ihr seht, die merken die Lücken. Was ich auch wieder cool finde. Das ist eigentlich ganz gut, dass die Gegner das merken. Tja, nochmal abspeichern und den nächsten Bären. Wie sieht denn mein... Ich glaube, mein... Ja, er ist weg. Es war so klar. Ein Abteil. Ich brauche drei dafür. Und halbieren. Halbieren. Und fünf. Sehr gut. Also. Ich brauche drei Stöcke. Fünf Pflanzenfaser. Eine Steinklinge. Und dann haben wir einen Speer. Ich speichere nochmal ab. Und wenn ich jetzt sterbe, ne, dann ist... Aber die haben doch... Er ist jetzt gerade da hinten. Die haben doch eine ganz schöne... Range. Ich esse mal hier die Wassermelonen weg, weil die verdammt viel Platz wegnehmen. Müsste mir auch eine Essenskiste zulegen. Ja, komm. So, und ich muss weitermachen. Bär hin oder her, ich muss weitermachen. Ich kann mich davon jetzt echt nicht allzu sehr beeinflussen lassen. Oh Gott, ich gehe in eine ganz andere Ecke hier. Nichtsdestotrotz muss ich Steine, ich müsste eigentlich Felsbrocken zerlegen, um an Kupfererz ranzukommen, damit ich endlich eben halt die Tore dicht machen kann. Oh Mann, dass ich mal jedes Mal zu viel E drücke. 1, 2, 3. Felsbrocken, da ist ein Felsbrocken. Wir müssen das Tor zukriegen. Eigentlich beide Tore. Aber hier ist kein... Das ist alles Steine, ne? Ich meine, Steine sind ja auch gut, weil wir ja dann Eisenerz draus kriegen, aber ich brauche Kupfer. Ich brauche Kupfererz ganz, ganz dringend. Kupfererz, Gold brauche ich ganz dringend. Da hinten geht der Berg gerade lang. Meine Chance. Wenn ich jetzt hier zumache, dann komme ich nämlich so nicht mehr raus, ohne die Blaupause wegmachen zu müssen. So, jetzt müssen da noch... Oh, jetzt ist der Bär da. Das muss er rein. Vier Kupferbahnen, ne? Ich habe leider nur ein oder zwei. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Ah, lalalala. Ja. Feuerholz brauche ich auch ganz dringend. Hier ist schon ausgegangen. Ich mache mal da wieder Steine rein. Dann sind wir die auch gleich los. Hier läuft noch. Das heißt, wir können hier mal eben einen Eisenbahn noch wieder in Gang bringen. Was habe ich denn überhaupt an Kupfer?
Drei Stück. Vier brauche ich. Ich brauche noch ein Kupferstück. Ein Kupferstück brauche ich noch. Dann kann ich das eine Tor wenigstens schon mal schließen. Das wäre echt toll. Das wäre echt großartig. Ich mache mal nochmal Verbände, ne? Also mit einem Bären, der hier rumrennt, mache ich mir lieber nochmal Verbände. Ein Kupferbahn noch. Ich brauche nur noch einen Kupferbahn, verdammt nochmal. Geht der Bär da oben lang. Okay. Eieieiei. Das war, glaube ich, ganz, 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 ganz großes Glück, dass der Bär uns jetzt eben nicht erwischt hat. Ich wollte eigentlich rückwärts wieder ins Haus rein, aber das ging nicht. Also habe ich, glaube ich, riesen Glück gehabt. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, der hätte mich sonst einfach umgehauen. So, Kupfer. Ja, kleine Steine sind auch ganz toll, aber Kupfer wäre wichtiger. Immer noch überladen. Überladen geht gar nicht. So. La 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 la. Habe ich hier alles an Holz schon reingehauen? Ja, habe ich schon. Dann haue ich mal die Steine weg, die ich im Inventar habe. Sehr gut. Die Hoffnung ist da, dass... Oh, jetzt ist der Bär da. Das kannst du knicken. Die Hoffnung ist eigentlich da, dass der Bär... Quatsch, nicht der Bär. Dass, wenn ich erstmal was reingemacht habe in die Schablone, da auch keiner mehr durch kann. Aber das glaube ich nicht so wirklich. Ich mache ganz kurz zu. Ich bastel, glaube ich, mal eben ein paar Speere. Das heißt, ich muss meinen Speer da mal eben reinmachen. Und dann bastel ich mal eben Speere. So, 2, 3. Halbieren. So. Weil die muss man unbedingt immer vorher schon im Einsatz haben können, dass man sich die einfach dann nur aus dem Ständer da rausnimmt. Sonst kannst du das nicht alles knicken. So. Zack. Und noch ein Speer. 3, 5 und alt. Ich brauche erstmal eine Steinklinge. Steinklinge, 5. Stock herstellen. Steinklinge. Habe ich noch Stöcke? Nochmal Steinklinge noch. Da lang, ne? Das ist... Es geht gar nicht. Ich glaube, da muss ich da mal in Prioritäten setzen oder ihm sagen, wessen Revier das hier eigentlich ist.
So, 3, 5, 5 herstellen. Und zack. Und nochmal das Ganze. 3 Stöcke, 5 Pflanzenfasern, 1 Steinklinge und Steinspeer. So, das kann ich echt nur empfehlen, dass man wirklich griffbereit hier mal eben den Speer hat. Das ist eine feine Sache. Das ist schon wieder nachmittags, ne? Der Bär ist mir im Weg. Also wenn er so weitermacht, müssen wir den... Es tut mir leid, aber da muss der weg. Der Bär muss weg. Albieren. So, 5. Ich mache mal vor. Also sobald es irgendwie geht, Verbände kann ich nur empfehlen. Okay, dann nehme ich mal den. War das? Das war der hier, ne? Das war, glaube ich, mein angeschlagener Speer, ne? Nein, ist er nicht. Das ist nicht der angeschlagene Speer, verdammt. Den würde ich erstmal ganz gerne nämlich. Das war er auch nicht. Egal. Hinten. Tja, nützt nichts. Na, ich will das restliche Tageslicht noch nutzen. Und ich brauche einfach alles. Ne? Also ich brauche noch weiter Bretter, Holzscheite, ich brauche Feuerholz, damit ich einschmelzen kann. Ich habe mir noch nicht mal den blöden Hammer gebastelt, mit dem man reparieren kann. Das muss ich auch noch unbedingt machen, weil das brauchen wir spätestens dann, wenn unsere Strukturen angegriffen werden, brauche ich einen Hammer dafür. Nicht, dass es kompliziert wird, den herzustellen, aber... Kommt halt meine Richtung. Ich sehe das schon kommen. Wir müssen das gleich klären. Der Bär oder ich. Aber mal gucken, ob er davon... Uiuiui. Fertig. Dann mache ich mal hier weiter. Wie geht's mir? Gar nicht gut, ich brauche Protein. Aber ich habe ja vom letzten Bären, ich glaube, das müsste schon getrocknet sein. Ne? Getrocknetes Fleisch, jawohl. Hält auch sehr schön lange. So, und wenn ich schlau bin, dann schnappe ich mir den Bären, weil so... dicht kommt das Protein noch nicht wieder ran hier. Okay, ich muss dann das nächste Regal basteln. Dieses Gegenstands-Tetris, ne? Zack. Thank you.
ein Brett noch und dann können wir auf jeden Fall schon mal noch mal eine ganze Charge basteln. Warum können die Gegner dadurch, ich aber nicht? So, also Bretter gehen hier nicht rein, habe ich schon ausprobiert. Kann sein, oh Mann, es kann auch mal sein, dass das natürlich dann geändert wird, logischerweise. Aber ich habe es bis jetzt, ging es nicht. So, dann habe ich schon mal den ersten Stockhalter. Den ersten Bretterhalter wäre auch ganz toll. Ich muss dieses blöde Tor fertig kriegen. Weißt du was, ich gehe jetzt Steine suchen, ist mir jetzt egal. Wäre nur schön, wenn ich wüsste, wo der Bär jetzt ist. Da hinten. Okay, ich sehe ihn da hinten im Wald laufen. Alles klar, ich esse nochmal die hier. Und die hier. Und die hier. Und ich gehe jetzt Steine kloppen. In der Hoffnung, noch Kupfer zu finden. Warte. Nee, kleiner Stein. Auch ein Stein. Okay, nee. Da war kein Kupfer drin, verdammt. Ah, dass man durch diese Struktur nicht kommt, ne? Nächster Stein. Nützt nichts, nützt nichts. Was ist mit dem Stein? Der sieht doch sehr mineralisch aus. Also wenn da jetzt nicht Erz drin ist. Da wächst eine Melone. Ah ja, komm. Nee, das lohnt wegen Steinen überladen zu sein und dann womöglich fressen zu werden. Lohnt nicht wirklich. So, nochmal. Geht nicht. So, Bär, wo bist du? Zack. Ich komme mit dem blöden Wagen hier aber auch nicht mehr raus, ne? Okay, also ich glaube, da ist der hinten jetzt irgendwo. Dann habe ich jetzt entweder meine Chance vertan, nochmal einen Bären zu kriegen. Oder ich habe einfach Glück gehabt. Aber ich kann jetzt hier mir das nicht erlauben, hier rumzueilen. Na. Ja.
übrig. Na toll. Halt, passt. Muss hier noch einer rein? Muss da noch einer rein? Nein. Oh, schön, dass ich jetzt hier überall Stöcke finde. So, dann nehme ich die Gurke auch nochmal eben mit. Die wachsen dann nämlich irgendwann hier überall, habe ich das Gefühl. Und dann nimmt man natürlich gerne mit, was geht. Nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne eben noch einen Kupfer. Ich will wenigstens eine Tour zu kriegen. Eigentlich will ich beide Tore zu kriegen. Na, aber ich kann momentan ja von keiner Seite sicher sein. Und das ärgert mich so gewaltig. Da geht nichts mehr. So. Okay, das sind Lehmsteine. Die brauche ich jetzt im Moment nicht. Ich brauche... sowas hier. Denke ich jedenfalls. La, 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 la. Es sind tatsächlich immer nur wieder Steine. Das ist so doch so ein Seltenheitsding, glaube ich. Ja, doof. Richtig doof. Gut. Na gut, dann hole ich noch ein bisschen Feuerholz. Vielleicht zacke ich dann noch eben einen Felsen. Das ist allerdings Lehm. Da wäre noch einer. Hier ist ja noch einer. Ah, das ist aber ein Doppelter. Da muss ich aufpassen. Da ist noch ein Lehmfelsen im eigentlichen Brocken drin. Och. Auch alles nur wieder kleine Steine, alles klar. Na gut. Ich habe selber Schuld. Na, ich hätte es ja anders bauen können. Aber ohne Tor nützte der Zaun ja eigentlich auch nichts. Ne? Deswegen ärgert mich das so ein bisschen. So, nächster Eisenbarren. Und dann noch einen Stein rein. Hier schubsen wir auch mal wieder an. Und da muss dringend was zum Einschmelzen rein. Sehr schön. Nichtsdestotrotz. Stein. Da ist noch einer, den können wir noch mal eben zu klappen. Wobei das einfach, es ist Quatsch. Ich brauche trotzdem immer noch... vier für den anderen, fürs andere Tor. Zack, okay. Und das wird gleich wieder dunkel. Und im Dunkeln will ich nicht wirklich draußen rumrennen, wenn hier noch ein Bär ist und wir eigentlich wirklich bald schon Überfälle erwarten können.
wäre vielleicht einmal noch ganz gut zu holen, bevor es ganz dunkel wird. Ja, das wird schon langsam. Das war ein Vogel, okay. Ja gut, machen wir uns nichts vor. Ich überlege gerade, wie wir das machen könnten hier im Let's Play, um euch möglichst eben viel zeigen zu können. Angriff momentan nicht wirklich was entgegenzusetzen, sagen wir es mal so. Ich würde ganz gerne mal eben das restliche Holz auf jeden Fall noch holen. Das will ich da jetzt nicht liegen lassen. Ich hoffe, ich finde das jetzt im Dunkeln noch wieder. Irgendwo hier. Nö. Ich verliere auch schon wieder Gesundheit, wenn ich das so richtig sehe. Gut, zurück gucken, was uns fehlt. Schlafen. Und vor allen Dingen auch nicht hier draußen rumrennen im Dunkeln. Ich packe nochmal überall schön Feuerholz nach. Ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Management, ne? Also wenn wir nicht jetzt gerade überfallen werden von einem Bären oder einem Zombie oder einem Bambi oder wie auch immer die heißen, dann sehen wir uns einfach am nächsten Tag wieder und ich sage bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lissi. Macht's gut, ihr Lieben.